Was geht ab, meine lieben Freunde? Herzlich willkommen zu einer neuen Food Tour in Berlin. Heute ein Special Guest, damals aus der Schule, aus der Hut, aus Allendorf, ist hier hingezogen, macht die heftigsten Beats. Es ist kein krasser als Mario, Digga. Ja, herzlich willkommen auf jeden Fall in Wedding. Ich hab mir gedacht, man packt für den lieben Berber mal den Ugo-Döner aus. Und mit dabei sind natürlich auch die üblichen Schwerverbrecher, Digga. Toni, den Maren G. Was geht ab? Und Zed. Nee. Und hier startet der Spaß. Ah, hier, bleibt dran. Ich gerne. Wir haben die Prachtexemplare in der Hand, Digga. Der saftige Urimbiss-Döner, Friends. Er sieht sehr soft, sehr clean aus. Bismillah. Was sagt der Berber? Hat Mario zu viel versprochen? Das selbstgemachte Brot ist es auch, Digga. Boah, schmeckt mir sehr. Aber ich will hier rein, Digga, in das Fleisch, Digga. Gönn dir. Boah, schmeckt Hammer, Digga. Hammer. Erster Döner heute und der schmeckt crazy. Schieb mal komplett rein, das Ding. Sehr krass einfach, mit diesem Brot und so, gell, die Zusammenarbeit. Ja, harmoniert so gut mit der Soße, Bruder, deswegen flavort der so gut, Bruder. Unfassbar. Sehr stramm. Seid! Oh, was ein Biss, Digga, schön mit Papier. Der Feinschmecker. Lecker. Digga, Brille frisch sauber gemacht, mach ihn. Fleisch schmeckt richtig gut. Die Soßen immer geil. Richtig geil. Kennt euch mal hier. Dazu diesen schönen Mann, Digga. Als mich? Ah, ja auch, Digga. Oh, juicy. Oh, Maschallah, Digga. Kennt echt krass. Ist das normal Knoblauchsoße? Nee. Also auf jeden Fall ist das sehr lecker. Und an dieser Stelle würde ich gerne mit meinem Anleiter Ura begrüßen. Salam alaikum. Mario, mein Bruder, ich muss sagen, Digga, der war echt saftig, Bruder. Urimbiss kriegt von mir eine saftige 9. Sehr stark. Der spielt auf jeden Fall mit, sehr Bruder. Stark. Ja, das freut mich doch, ja. Der ist in Berlin irgendwo oben bei meinen Top 5, Digga. Und es geht weiter. Freunde, wir sind jetzt am Prenzlauer Berg. So, Prenzlauer Berg und hier attackieren wir gleich den saftigen Rüyam und dann haben wir noch Berges am Start, Friends, bei Köftema. Dreh mal hier, zeig mal links, rechts, Digga. In den Streets sind wir hier mit der Klick und testen jetzt saftige Leckereien. Freunde, wir sind schon bei unserem nächsten Fußball angekommen. Es ist die Bäckerei, Zeit für Brot, Friends. Hier jetzt in den saftigen. Die sehr, sehr saftigen Zimtschnecken. Ich habe selber noch nicht gegessen, deswegen, wir schauen einfach. So. Er fastet, bis ich komme, Digga. Mit Dings, Bruder, mit Dings, was mit Zimtschnecken, was war das, Digga? Zimtschnecken. Ab geht's, Aie. Und zwar haben wir einmal den Walnuss-Ahorn-Boss und die ganz normale Zimtschnecke, Friends. Der Spaß kostet pro Stück 3,80, ist schon ein ordentlicher Preis, aber wir hoffen, es schmeckt. Freunde, das sieht so weich aus, das sieht so saftig aus. Boah, boah. Boah, ich schmeckt wirklich. Digga, wenn du auf dieses Ding guckst, ich schwöre, ich dachte mir das gerade, wenn das so meinen Gaumen kleben wird, das wird diese Kitzeln, Digga, oben. Das schmeckt krank, Digga. Was? Digga, der ist so weich, dieser Teig. Mario, Bruder, mach ihn. Bruder, wie heftig. Lass mich auch mal probieren, ja. Bruder, Waldo, was? Mario, probier zum ersten Mal. Bruder. Habibi, noch einmal. Weißt du, noch einmal. Nochmal. Diese Konsistenz auch, wow. Mein Bruder, crazy, wow. Bruder. Schreib ihn, Digga, wenn du beschreiben kannst. Bruder, das ist so fluffig, so lecker, so zimtig. Abnormal. Weil es so schön war, der Ahornsirup Walnussboss, Friends. Wir wollen genau hin, das weiche Geschehen. Guck mal, wie das wabbelt. Wie geil kann das schmecken, Bruder, ja. Ihr habt gedacht, Milchbrötchen wäre weich und fluffig. Was dann das, Mann? Das mal 10, Digga. Bruder, das schmeckt sogar gleich so den ersten Biss.
hat nach Walnuss Baklava geschmeckt, Digga. Ganz crazy. Mein Bruder, danke, dass du mich hergebracht hast. Problem, Bruder, diese erste Zimtschnecke. Morok, wer da nicht 10 von 10 gibt, der hat keine Ahnung vom Leben. Ja, da gibt es eigentlich eine Bruder, richtige Antwort. Das war dieses maximal weiche, intensiver Geschmack. Was Zimt. Ist das, diese Brioche Kings und so, diese mäßig? Milchbrötchen mal 10, Morok, diese weiche. Unten ist noch so leicht, dieser Teig ist nicht fertig. Mit dieser schönen Zimtnote, nicht zu viel, Bruder, nicht zu wenig. Diese so da, Soße wie Ding, Zucker. Digga, Todeskalorien safe? Ja, Morok, kann man sich nicht so oft gönnen, aber wenn man dann... Ich gebe maximal 10 von 10, Bruder. Wenn das Ding... Da bin ich auch mit. Oder wenn man mit. Da noch so Vanillefüllung reinballern könnte, war Bruder, der Overkill, Bruder. Was willst du sagen, Bruder? Bruder, schließ mich komplett an. Jetzt geht weiter zum nächsten Spot. Der Kamerge ist... Ich muss patentieren, Bruder, ja? Die machen mittlerweile Uber Eats. Ipe, Bruder, was ist das denn, Alter? Berber Eats, nicht Uber. Wir sind jetzt bei unserem nächsten Spot angekommen. Es ist Köftema. Und hier werden wir den Merges testen und natürlich noch saftige Köftes, Friends. Ich freue mich auf dieses Erlebnis. Ich habe noch nie Merges gegessen. Mario hat Merges empfohlen. Er hat gesagt, das ist der Overshit. Das ist die marokkanische Spezialität. Ihr wisst, in Marokko, wir essen es gerne. Der Berber muss es probieren, wenn er gesagt hat, er hat noch nicht probiert. So ist eigentlich Eib, dass er nicht gegessen hat. Marokkanische Spezialität und ich bin Berber und ich habe nicht gegessen. Es gibt immer ein erstes Mal, auch wenn es ein Merges ist. Berlin hin und her, Frankfurt hin und her, Marokko hin und her. Bruder, Allendorf ist die Eins, oder? Ja, absolut, Nummer Eins, Bruder. So. Bruder, das hört ihr von einem echten Berliner. Kein echter Berliner, Bruder. Hör auf, Bruder. Salam alaikum, Abi. Aleikum salam. Abi, wir haben gehört, du hast beste Köfte und beste Merges. Ganz Berlin. Genau, das ist richtig. Sind Sie ganz richtige Platz. Der Durst, löscht den Durst. Der löscht den Durst überhaupt nicht, Digga. Hier haben wir unser Merges. Dann eine Pommes und dann haben wir nochmal hier saftige Köfte. Dazu gibt es so ein bisschen Salat und Mezze. Ich bin gespannt darauf, was das schmeckt. Bruder, schmeckt so. Ich kann es gleich beschreiben, Digga. Leicht scharf. Bruder, schmeckt leicht wie Sucuk, Digga. Schmeckt auf jeden Fall gut, Bruder. Wir wollen den Köfteboss probieren, Friends. Schmeckt wie Chirpchichi, Digga. Ganz stramm, Digga. Kohlensäure, ganz wichtig. Oh je. Ist mir ganz wichtig. Berber, isst du denn keinen Salat? Oder das Deko, Digga. Wir müssen Kurs umdrehen, Bruder. Merges hier rein, Digga. Was ist das? Ich glaube, es ist Knoblauch, Digga. Boah, diese Soße, was ist das, Digga? Freunde, schmeckt alles top. Bewertung kommt im Anschluss. Wir essen jetzt hier schön, genießen den Spaß. Dann mache ich Doppelfeature mit Esme, Digga. Mergestastisch. Ja, absolut diese orange Soße. Gib mir die Empfehlung des Hauses, ist... Bruder. Schön Merguez, Digga. Im Köfte. Gut gewürzt, ja. Stark hier. Weiter mit. Aber reinhauen. Jungs, Habibi ist auf, ja. Jugoslavs Klose, Digga, mach ihn. Und mit dieser Hemd, Digga, ist einfach Brock Özcivit, Digga. Mach ihn, Digga. Merkur ist schön in die Soße. Lass ihn um, Digga, mach komplett all in rein. Oh. Danke schon, ja. Ja, ähnlich wie Sucuk. Ja, Mann, ähnlich, ja. Böyle bizim soslarımız hepsini biz yapıyoruz, kendimiz yapıyoruz. Bunun yanında köfteyi de biz yapıyoruz, günlük yapıyoruz. Köftemiz taze, sürekli. Eyvallah, sağ olsun abi. İyi machen, Digga. Ich mach ihn, Digga. Zieh einmal durch alle Soßen. Einmal durch alle Soßen, Digga. Genau, was ich mache. Ich mach drei Jahreszeiten, Digga. Oh, oh yeah. Oh, zieh durch, Digga. Aber double. Mashallah. Beides super. Und hier mit Esme, also ich bin Esme-Fan. Ich auch, total, ja. Total, also kann man es jedem nur empfehlen. Die saftigen Merguez und die Köfte wurden verputzt, Friends. Ich muss sagen, Merguez hat stark geschmeckt, hat mir gefallen. Hat Sucuk geähnelt, Friends. Köfte war auf jeden Fall auch meins. Schmeckt auch gut. Schmeckt wie Chirpchichi halt. Was mir auch sehr, sehr gut gefallen hat, die Soßen von dem waren crazy, Alter. Sein Messer war brutal und das hat so krass mit dem Köfte und mit dem Merguez harmoniert, Friends. Deswegen, der Laden von mir kriegt eine saftige, verdiente 8,5 von Berber. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Attackiert den Laden. Tamam. So, meine lieben Freunde, wir sind jetzt auch schon an unserem letzten Spot angekommen, Friends. Und es ist kein krasserer als Riyam, übersetzt mein Traum.
Also das soll wahrscheinlich traumhaft schmecken, Friends hier. Und der ein oder andere YouTuber war auch schon hier am Start. Und ich erhoffe mir, einen schönen leckeren Döner zu essen. Und innen drinnen, wir haben kurz Formalitäten geklärt wegen Videodreh. Die Leute schreien da, die haben gute Laune. Allerbeste Team, ja, nein. Die machen beste Videos hier. Bei uns heute Rihan. Zwei Habibi, einmal abgehen, ja, nein. Da gibt einer 1 Euro Trinkgeld, alle schreien danke. Danke schön! Das ist eine andere Atmosphäre. Wir checken den Laden ab, bleibt dran und ciao. Guck dich mal diesen Oschi hier an, Digga. Ist der Rihan Döner maximal Soße auf Hand gekleckert, Digga. Oder Bismillah und rein, Digga. Alhamdulillah, kein Rucola. Oh shit. Oh, diese Soßen, Bruder. Guck mal hier, wie diese raus. Machen wir nur diesen Fleischtest, genau. Digga, brutal gewürzt. Da guck dir mal diesen Seitenschnitt an, Digga. Oh, diese Soße, Digga. Bruder, schmeckt sehr gut. Diese Kräutersoße, man schmeckt leicht Oregano raus, Friends. Geil, Digga, feier ich. Hat so eine leichte Frische. Leicht minzig, Bruder. Aber diesmal passt der Spaß auch da rein, Digga. Okay, Brudi. Am Anfang ist es wirklich so frisch, ist krass. Frisch, Bruder. Halb auf die Gäste, den Rihan Döner von Berber Eat. Boah, Bruder. Ey, der ist krass. Der ist richtig krass. Aber diese Kräutersoße, die schmeckt so intensiv. Dann noch mit dem Fleisch, alles drum und dran. Ey, brutal. Ja, der macht richtig satt. Deswegen. Ja, ja, der ist cool. Jetzt gibt es da ist Juice drin, Bruder, Zitrone, die Soße, geil. Guck mal, seht ihr sein Gesicht? Abo, seht ihr sein Gesicht? Guck mal, seht ihr das? Oh, Maschallah, guck mal, oh, schmeckt. Maschallah, ohne Worte eigentlich. Deine Frau, aber die Familie hier, Bruder. Super Laune, super Döner. Wir haben hier den Hummus-Boss mit Feature Falafel. Bruder, wir nehmen den schönen Falafel. Hier schön Hummus gebadet, Bruder. Digga, Falafel schmeckt auch sehr frisch, Bruder. Sehr krass auch. Bin Zaid. So, meine lieben Freunde, das war auch jetzt Rihan gewesen, Friends. Wir geben Rihan die saftige 9 von 10. Ein sehr, sehr sympathisches Team, sehr korrekte Menschen. Der Döner war crazy. Ich hätte nur eine Sache zu bemängeln, deswegen ist auch 9 von 10. Von dieser Kräutersoße war ein bisschen zu viel Minze. Aber die Leute, die darauf stehen zum Beispiel, denen gefällt es mehr. Toni hat zum Beispiel gesagt, Minze ist perfekt. Aber meine Augen war ein Tick zu viel Minze. Ansonsten war sehr, sehr krasser Döner. Deswegen auch die Wert von 9 von 10. Wir sind jetzt auch am Ende von unserem Video, Friends. Das heißt, dass wir uns bei euch verabschieden. Wir hatten eine sehr krasse Foodtour hier in Berlin. Mario, der Bre, der Tourguide, hat uns natürlich herumgeführt. Die 1 hat sich Zeit genommen für den Berber. Allendorf lebt, Friends. Toni war mit am Start. Zaid war mit am Start. Mein Bruder ist gerade not available, aber er war auch am Start. Wir bedanken uns ganz herzlich. Abonniert den Kanal, abonniert Toni, abonniert Overshirt auf Overshit auf Insta. Abonniert Zaid, abonniert jeden, den ihr wollt. Kommt, leckere Dönerfetzen. Salam alaikum. Danke, Berlin. Shoutout.